Hello everybody, ich bin wieder da. Heute mache ich das mal mit Doppelkamera, hätte ich beinahe gesagt. Und mal gucken, was daraus wird. Du. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr, ne? Muss ich nur daran denken, dass ich dich wieder mitnehme. Gut, heute haben wir mittlerweile Dienstag. Ich weiß, ich habe gesagt, am Montag mache ich weiter, aber es ging nicht anders. Hier war Land runter, also nicht wirklich hier, sondern Umgebung. Züge sind ausgefallen, Busse sind ausgefallen, Straßen wurden gesperrt, insgesamt über 300 Stück hier in ganz Niederösterreich. Viele Leute hatten jo, Wasser im Keller, nicht Keller im Wasser, sondern Wasser im Keller. Die Hütten sind weggeschwommen, die hatten Probleme, alles Mögliche. Und da sind natürlich dann auch ganz andere Dinge zu tun. Zwischendurch war Stromausfall, dann ja, ständig Stromschwankungen. Also Kumpels von mir hatten gar keinen Strom über mehrere Stunden. Teilweise heute immer noch nicht. Züge, Busse sind wie gesagt ausgefallen. Die ersten fahren wohl aber jetzt so am Nachmittag oder jetzt so irgendwann so die nächste Stunde wieder. Morgen soll der Betrieb wohl regulär weitergehen. So, schauen wir mal, wie das ist, was da rauskommt, weil gestern, heute konnte auch meine Kleine nicht wirklich, immer gestern schon, da hat ihr Onkel sie gefahren. Jo, abgeholt wurde sie dann auf dem Rückweg von der Kerstin, hat dann zwischendurch, ich glaube anderthalb, 2 Stunden ungefähr, bei der Oma gewartet. In diesem Punkt, Dankeschön. Ist ja nicht immer selbstverständlich, ne? Jo, heute ist sie dann zu Hause geblieben, weil auch nichts gefahren ist. Nicht die Möglichkeit gewesen, sie irgendwo hin und her zu fahren. Hoffentlich geht es morgen wieder und jo, werden wir einfach sehen. Gut, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Achso, das Messer, wie gesagt, das mache ich dann ein bisschen. Und dann, weil nämlich Angelsachen gekommen sind, ein paar, ne, weil ich gehe ja zwischendurch auch immer so ein bisschen angeln mit dem Sumsi. Wenn die Cassidy mit möchte, kann ich Cassidy natürlich halt auch mit. Ich glaube, 2 oder 3 Mal war sie mittlerweile dabei. Beim ersten Mal war das so ein bisschen oh, nichts gefangen und natürlich ein bisschen demotiviert. Dann habe ich mich mit ihr natürlich am Forellenteich hingehauen und da ging es dann. Also nachdem sie dann innerhalb von 5 Minuten 2 Forellen dran hatte, Lachsforelle war ein bisschen schwieriger, die wollten nicht so beißen. Forellen beißen eigentlich immer. Aber da war dann die Motivation wieder da. Dann war sie einmal mit, da war die Ellie auch mit dabei, genau. Und da war das dann doch irgendwo ein bisschen was anderes, ne? Jo, und dementsprechend, jo, dadurch, dass ich aber keine eigene Angelroute hatte, Betonung hatte, habe ich mir natürlich eine gekauft. Die ist hier. Mit ein bisschen Angelzubehör. Also die Angel ist neu, die Spule ist neu. Aufgespult ist sie auch schon. Mit der Proxon 3000 Spule. Ich weiß gar nicht, ich glaube 150, 170 Meter Spule ist drauf, also das Monofil. Jo, dann habe ich aber, weil mir alles andere natürlich auch gefehlt hat, auch gleich bestellt. Und habe dann natürlich
Blei hatte ich ja schon und Haken hatte ich ja schon, weil sowas ist eigentlich, ja. Ich habe mir meine ausgeliehen, kostet 4 Euro oder so für den Tag. Oder mir halt eine vom Sumsi ausgeliehen. Aber das mag ich halt nicht. Ich meine, wenn ich mir dort eine ausleihe, ist es mir relativ egal, wenn sie mal ein bisschen kaputt geht. Also wenn ich da mal eine Pose verliere oder ein Haken sich löst oder reißt oder Blei verschwindet, das ist mir dann egal. Ne? Aber wenn ich dann so eine nehme und dort mal was passiert ist, dann doch ein bisschen was anderes. Und somit habe ich gesagt, ich kaufe mir eine eigene. Blei und Haken hatte ich noch nicht schon gehabt, aber ich habe mir dann zusätzlich trotzdem nochmal Blei bestellt. Und gleich ein Set mit Schwimmer bzw. Posen halt. Ne? Die leuchten schön bunt. Die haben natürlich hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier diese Öse. Ne? Das sind diese Laufposen oder wie die heißen. Blei, Posen, dann eine zusätzliche Spule mit 3 Kugellagern. Die Proxom 3000 hat 5, aber die 3er, die reicht auch. Also hat auch schon bespult, ich glaube mit 150 Metern. Läuft leise. Jo, hat eine Hinterbremse. Ist daher schon nicht schlecht. Links, rechts, händisch einstellbar. Die packe ich jetzt mal wieder zurück, weil die kommt dann auf die zweite Angel, die ich mir mitbestellt habe. Die ist aber noch nicht da. Die dauert noch ein paar Tage. 1,50 Meter ist sie lang. Ich meine, die ist 1,80. Das ist Fiberglas oder Carbonfiber, wie auch immer. Die ist 1,80 Meter. Die andere ist 1,50 Meter. Es reicht. Ne? Für Forellen oder Lachsforellen kein Problem. Aber die kommt dann, wie gesagt, auf die andere drauf. Und ja, je nachdem, bei 50 Meter sind auf der anderen drauf, das ist natürlich klar bei dem Teich, wo wir halt immer angeln, optimal reicht, komplett, aber falls wir dann doch mal woanders hingehen, hätte ich dann schon gerne eine, ne? Weil das ist eine Steckroute und die andere ist eine Teleskoproute, um dadurch leichter zu transportieren. Das war eben kurz ein bisschen Alumist. Ja, dann habe ich mir natürlich die Wirbel organisiert in verschiedenen Größen. Also insgesamt 2, 3, 4, 5, also 5 verschiedene Größen. Insgesamt 50 Stück, 60 Stück pro Größe, also 300 Stück, das passt. Und natürlich Gummis, die Bobber. In Set 600 Stück. Viel zu viel, aber für den Preis, die haben bei mir 5 Euro gekostet oder so, das ist schon okay. So, das werde ich dann machen. Und Hakenlöser natürlich, mit Magnet, in 4 verschiedenen Farben, in einer Röhre, damit sie halt nicht dreckig wird. Ne? Das Gute daran ist, die sind wirklich schmal. Also und da kann ich den Haken, also die Angelschnur ganz leicht einhaken, tschüg, kommt ganz leicht zum Haken hin zum Lösen. Und falls ich die mal verlieren sollte, hat er unten hier halt so einen kleinen Magnet. Ne? Und daher dachte ich mir, nehme ich 4 Stück für, weiß nicht, 7 Euro. War okay. Und daher nicht so schlimm. Jo, und da ich mich mit den Knoten nicht auskenne und ich keine Ahnung habe, wie die heißen und ich schon lange keine eigenen Knoten mehr gemacht habe, habe ich mir ein bisschen was ausgedruckt, nämlich so ein Betriebsanleitung für Dumme, also für mich. Jetzt zeige ich euch mal die Angel. Und
und. So. Und da ist halt die Spule. Bevor ich das aber mache, warte ich auf den Sumsee, weil der Sumsee möchte seine auch ein bisschen umrüsten. Und daher mache ich das vielleicht in einem. Und so, da wir solche Videos noch nicht hatten, dachte ich mir, ich mache das einfach mal. So, hier haben wir die Proxon 3000. Die ist, wie gesagt, auch schon vorgespult. Das wurde schon gemacht vom Fischhändler, hätte ich bei mir gesagt, Angelzubehör, in dem Punkt Harrys Angelladen in Wiederneustadt. Nur zu empfehlen, der kennt sich wirklich aus. Jo. Fünfmal gelagert, also ist nicht das Problem. Auch links, rechts einstellbar, also so oder so. Andersrum halt, ne? Auch wieder natürlich feststellbar. Jo. Das ist die. Die ist Vorderbremse. Ne? Ist wie beim Fahrrad. Vorderbremse, Hinterbremse. Hm. Jo, jetzt die Route. Eine schöne knallgelbe Jensi Continuum, 1,80 Meter. Eine Steckrute natürlich, nichts teleskopmäßig, sondern das ist Steckrute. Na, geh schon rein. Jo. Sehr biegsam. Ist eine aus Fiberglas. Ja. 1,80 Meter. Ist ganz cool. Aber wie gesagt, bevor ich die jetzt aufbaue, warte ich auf Sumsi. Der kennt sich da ein bisschen besser aus. Und dann können wir da ein bisschen klönen und schnacken und herumphilosophieren. Und was dann die Knoten betrifft, denke ich mal, wird er mir ein bisschen mehr erklären können und vielleicht euch auch, falls es euch interessiert. Vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere mit Sicherheit schon angeln geht oder angeln war und sich mit Sicherheit auch noch mehr auskennt als Sumsi und ich, also mehr als ich sowieso, das ist keine Kunst. Ja, aber das werden wir dann halt machen. Was war das noch? Irgendwas wollte ich noch. Ja, wurscht. Ich packe das jetzt erstmal ein, damit da ein bisschen Platz ist. Damit wir dann auch loslegen können. So, stehen wir mal zu, weil heute brauche ich kein Schweißgerät. Jo. Wie gesagt, da habe ich mir ein bisschen was ausgedruckt. Mit verschiedenen Knoten und wie die funktionieren und was die halten. Unter anderem ein Kingsling-Knoten, ein Berkeley-Knoten. Ich glaube, diesen Berkeley-Knoten werde ich machen. Weil der, glaube ich, oder dieser Achterknoten, oder wie heißt der? Rapala-Knoten, ne, das ist mir ein bisschen, das sieht jetzt schon so kompliziert aus, aber, oder Palomar-Knoten für den Haken. Aber wir haben ja Vorfachhaken, daher brauche ich diese erstmal nicht.
Vorfachhaken, für alle, die das noch nicht wissen, die haben schon eine Schnur dran. Die braucht ihr dann eigentlich nur noch nehmen, an den Wirbel dran. Bebleien eventuell, also mit Schrotblei, beziehungsweise mit Schrotblei, ja, Bleischrot, Schrotblei, oder halt einfach nur Angelblei oder Gewicht. Und dann war es das schon. Weil da sind die nämlich schon vorgeknotet, haben eine gewisse Länge, da gibt es verschieden. Ich glaube, ich habe welche, die sind, also auf jeden Fall Größe 2 und ich glaube 60 cm lang irgendwie. Aber müsste ich halt nochmal nachgucken. So, wie gesagt, ich warte noch ein bisschen aus Umsee. Er braucht natürlich immer so lange, weil er musste halt noch einen Termin einhalten. Und daher ist halt so. Aber ich habe was gesehen, was cool ist, was ich mir irgendwie mal bauen möchte. Nämlich eine verstellbare einen verstellbaren Angelhalter, hätte ich beinahe gesagt. Ich werde den Sumsi jetzt einfach mal eine Nachricht schicken. Vielleicht stelle ich euch mal da drauf, wo sind die Hühner? Ja, gar nicht so verkehrt, ne? Ladies and Gentlemen, Sumsi ist in der Hand. Hey, aus die Kamera aus da. Hey, ich bin Toto. Hat der schon geknüpft? Hast du gemacht? Ja? Nein, hab ich noch nicht. Warum denn? Denn dann nicht nur schon. Nein, weil ich halt, wie gesagt, mir jetzt gerade noch unsicher bin mit der Reihenfolge. Was für Reihenfolge? Na, was zuerst kommt. Und weil ich das mit denen, da kenne ich mich nicht aus. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich sie am einfachsten dort runterkriege. Ne? Wo runterkriege? Na, allgemein, zum Stoppen, für die Pose und so, weißt du? Wie ich sie halt auf die Schnur ziehe. Ja, das muss man ja eins haben machen, dass man schauen kann. Ja, mach. Nee, ja. Mach auf und dann... Oder weiß ich halt noch nicht. Aber wie gesagt, das ist ja hier die Steckroute. Nicht tu mir aus der die Luden. Wo ist die Spulen? Die ist da drin. Die ist ja alles schon drauf. Da sind die Dinger drauf, ja. Ja, aber saublöd ist das schon. Ja, irgendwie schon. Beim Transportieren auf jeden Fall. Wenn er auseinander tun. Ja eben, ne? Da müsste ich halt immer ein Stückchen da lassen und dann kann ich es immer nur einmal nehmen und zusammenklappen und... Ja, aber die Schnur soll wir oben nicht und das. Ja eben, ne? Weil man jede Einzelne geht da nicht, gell? Nee. Na, das war ein Blödchen, weil jetzt hast du, oder? Genau. Auseinander. Genau, dann musst du sie halt immer nur wenn auseinandernehmen und dann einmal so umklappen. Nö, nee, anders geht's eh nicht, richtig. So, was an sich ja eigentlich kein Problem ist. Nein, aber eh nicht. Dann transportieren wir es einfacher, wenn es Teleskop wäre, ne? Ja, das ist jetzt einmal wurscht. So, und das, wie kann man sowas zu deppern einpacken? Das weiß ich nicht. So, das ist jetzt wieder gar nicht raus. Da. Wenn es so sagt ist. Nicht, aber der Zahnarzt ist auch komisch. Nur weil das abgebrochen ist, muss ich mir selber zahlen. Ach so. 21 Euro.
Ja gut, 21 geht noch, aber... Naja, aber die Kanne hin, was da ist, hat er gebraucht. Ja, das ist... Das geht nicht einmal aus. Das geht so nicht aus, das geht so nicht aus. Warte mal. Das muss ich komplett aufrechten. Ah, warte mal, hier. So, ich schaue dich. Naja, das geht auch nicht. Ich auch nicht. Ich sehe es gerade. Da ist das mal laufen. Ich will da nur eins einmal aus, dass man da mal sieht. Okay, warte mal. Ich hau mal die Spule drauf. Was sollte ich denn für ein Hackeln da um? Das weiß ich nicht. Hey, das ist ja. Das muss auf die Schnur auf die Schnur auf, du. Ja, ja. Deswegen sage ich es ja. Ja, da hast du stärkere und schwächere, da sind die alle gleich geschlagen. Nicht der Gummi, was drauf. Ich glaube, die sollten alle gleich sein, ne? Oder? Ja, aber so wenig, ne? Manchmal. Ja, ich weiß nicht. Weil der ging ja dann über den Haken über das drüber. Ja, finde ich schon, dass das zu klein ist, die da was drauf. Ja. Aber ist wurscht. Wo hast du einen Schwimmer gefunden? Da, nein, nein, nein. So, Schnur bzw. Spule ist drauf. Ja, was ja, wenn man da jetzt ein Ding, ja, das ist echt, das geht sich dann gerade aus. Mhm. Nicht, dass es nicht drüber rutscht. Ja, passt. Dann warte mal, Haken habe ich. Ein Haken hat der einen kompletten. Ja. Ja, komm schon raus. Haken habe ich hier. Ja. Blei habe ich da. Ja. Aber. Sind die Vorfachhaken. Ja, das passt eh. Aber hast du sonst noch was? Nein, eigentlich nicht. Wirbel? Was ist das? Die Wirbel. Aha, die habe ich so. Das sind so verschiedene Größen, soweit ich weiß. Ja. Na, weil wir müssen ja mal anfangen. Müssen wir ja. Ja, aber ich möchte aber jetzt eigentlich. Gibt es da ohne den ist da was drauf, ohne den Haken, nur das allein, muss ich gucken da. Nein, wirklich nicht, dass überall die Haken rum, ne? Ja, das hat sich schon, überall die Haken rum. Ja, die nein, ich hätte aber nur das allein da haben, ne? Achso, nein, da sind die Haken überall drauf, aber kann man die nicht abmachen? Oh ja, aber warte mal. Und ich habe mit Absicht mal diese Karabiner-Dinger genommen. Wenn man die aufmachen kann und dann aber so rausfusseln. Aber da. Aber ist eigentlich wurscht, weil da können wir das ja umlassen. Für ein Vorfach, ne? Weil da kommt dann der Haken drauf. Genau. Nicht? Aber nur müssen wir vorher auf der Schnur die Gummi aufdrehen. Genau, und darum geht's. Und dass wir den. So. Das können wir mal lassen. Das brauchen wir eigentlich jetzt einmal nur das da. Und, aber jetzt überlege ich gerade einmal, dass wir da auf dem Ding auf, aus so einem Haken auf, dann können wir den Schwimmer da einhängen. Und dann kannst du, wenn du es kraudeln tust, kannst du da Gewicht zum Anhängen. Mhm. Nicht? War nicht so schlecht. Was muss ich jetzt machen? Ja, ich weiß schon, ja. Aber wenn wir jetzt nur auf den da der Gummi aufgetan und den einziehen, dann ist es halt nur auf der Schnur, nicht? Dann wächst der mir nicht mehr runter. Genau. Und das brauchen wir nicht. Wir müssen das auf da. Kommt aber eh der Gummi auch auf, nicht? Das okay. Ist ja klar. Der Gummi kommt da auf. Wo wird das jetzt hingekriegt, den Hocken? Den Wirbel ist hier. Ja, da, den nehmen wir ja, nicht? Jetzt müssen wir da zusammen die Schnur mal durch da. Genau. Was halt du da? Halt genau, du der da. Ist da noch eingehakt. Ja. Halt du da, nimm da die Schnur. Da ist da was drauf, oder was abgeschnitten? Nein, da ist nur so ein komisches Schutzding da, glaube ich. Ach so ein Haken. Genau. So, und jetzt und der muss da ja einmal durch, ne?
Na, warte mal, warte mal. Schauen wir mal. Ja, der du musst warte. Da einmal rüber, ne? Jetzt machen wir auf da. So, genau. Du das einmal. Nein, spann, bitte, spann. So, jetzt los aus einmal. Genau. So, und jetzt, nein, warte langsam. Jetzt machen wir das einmal auf da. So, jetzt haben wir es. Okay, jetzt kann ich durchspielen. Ja, und jetzt hast du das da umgeschüttet lassen? Nein. Jetzt. Nicht, dass er bleibt einmal. Du einmal die alle durchziehen, du, genau. Dann mache ich die Spulen dann einmal auf, dass, man, dass die Schnur nicht runterwickelt ist. Mhm. Du kannst, wenn du das durchgezogen hast, kannst du die eine Hälfte auseinander tun. Genau. Dabei halt, ne? Ja. So, pass auf, jetzt, warte mal, jetzt mache ich da auf da die Spule. Und jetzt, ja. Gib ich da wieder was Neues. Hoppa. Naja. Das geht natürlich nicht. Du schlimmer Bob. Naja, du hast den Hocken nicht angekratzt. Nein, den habe ich noch nicht. Die Spulen. Nee, habe ich noch nicht. Jetzt kratzen sie nicht. Und ich glaube, wenn er aussteht, da. So. Okay. Nimm da nur. Ja, jetzt geht er durch. Spann, zau, nochmal zau. Ja, warte, ich muss da erstmal durch. Ja, sonst geht die ganze Schnur, aber. So, ich geh jetzt zau, so. Jetzt mach ich die Spulen wieder zu. Okay. So, da brauchen wir mehr noch. Nein, ich glaube nicht. Lass mich das halten, zieh du den zweiten Teil da ein bisschen raus. Oder halt du da und ich tue das rausziehen. Mhm. Genau. Ja, dann können wir das ein bisschen zahlen. Einfacher händeln, ja. Ja. So, gut. So, ich habe ihn hier. Ja, okay. Geht schon. Sparen wir, ja. Alles gleich ein bisschen weiter, vier da. Ja, dann. So, nein, aber dann. Können wir da schön genau. Wirken. So, und jetzt müssen wir mal da einen Gummi rein. Genau, und Gummi haben wir genug. Ich glaube, die sind alle gleich wahrscheinlich, nicht? Ja, ich glaube schon. Ist da nicht was stärker dabei? Schauen wir eben schnell. Was steht da? Das kommt mir stärker für oder ich teste die mal. Teste. Aber es wird gehen. Du mal. Nein, das ist. Habe ich alles gleich. Tu mir auch noch, ist wurscht. Ja, da, gerade darum geht's. Wie mache ich das mit dieser. Ja, das tust du da zurück. So, jetzt bin ich da drauf, gell? Ja. Jetzt hast du einen Gummi 4. Ach so, einmal noch durchziehen und ja, zurückziehen. Jetzt hast du einen Gummi, ja, genau. Zahn, ja. Zahn. Ja, bist du da drin? Ah, okay. Jetzt ist da der Gummi drauf. Genau, und darum ging's mir. Und jetzt tun wir da, aber das tun wir ja nicht da. Da tun wir das andere jetzt drauf, den Wirbel. Den Wirbel da. Und dann tust du noch mehr Gummi auf. Ah, okay. Dann tust du noch mehr Gummi auf. So. Jetzt tust du noch mehr Gummi. Ja, nein, Gummi. Brauchst du nicht so weit einstecken. Nur, dass du den Gummi draufziehen kannst. Ja, ich weiß, du bist nicht drauf. Nein, ich mach das. Nein, halte. Ja. Ich fahr da rein. Ich kann nicht das gut. Ja, fahr mir rein, genau. Fahr mir rein. So, und jetzt ziehst du den Gummi drauf. Also. Ja, Gummi ist drauf. Gut. Ja, und so, ja, jetzt haben wir das so, wie wir das wollen. Genau, und darum ging es mir. Und jetzt können wir mir dann da ein Ding auftun. Mhm. Aber brauchen wir momentan nicht. So. Jetzt brauchen wir aber da auch also, trotzdem noch so. Und da greifen wir, was ist das da schon her? Das dachte man da nicht, greifen wir da drüber. Da ist das ist zu roh, ja? Das, ich glaube, das wird da anreißen. Ja, ich glaube. Schneid da auch, lieber, sicher selber. Was? Weil da haben wir nichts davon, wenn das eingerissen ist. Was das. Ja. So, weg damit. So, und jetzt, das musst du jetzt machen, weil da bin ich wahrscheinlich nicht Spotschat. Nein, nicht Spotschat dazu, aber
da einführen und was der wird. Das hast du da auch. Was dem? Mhm. Und jetzt musst du das halt, da du dann ein bisschen weiter fähre. So, ja, nein, bleib nicht so. So, und jetzt musst halt du, was der so machen. Umwickeln, zack, 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 und die halt so, da, genau. Das da. Genau, und da wollte ich halt wissen, ne, ja, was für ein Knoten. Wieder den ganz normalen? Na, mach einmal nur in normalen, aber du musst aber, schau, wenn du den normalen machst, musst du da eine und da oben dann auch noch mehr eine. Weil sonst, weil wenn du nur da tust, glaube ich, dann rutscht er. Weil ich hab's oben auch so gemacht. Also du meinst hier durch und ja, dann da nochmal durch. Und dann oben so auch nochmal durch. So wie hier. Und ja, oben auch nochmal durch. Okay. Du einmal du umwickeln. Zehnmal, dreimal, viermal, fünfmal. Ist wurscht. Okay, warte. Wenn ich halt das da, dann hast du da. Eins. Dann kannst du ruhig auf. Zwei. Na, ich muss aber das halten da, weil sonst hat sich das nicht. Achso, na warte mal, ich muss da sonst. Genau, weil sonst habe ich da keine Lücke drin, ne? Ja, und ich muss das Ding da halten, weil sonst das hat sich ja mit. Dann halt da deine Schlaufen nicht, deine Stummen. Ich halte jetzt mal einen Finger dazwischen. Ja, dran, ja, warte mal. Eins. Ja. Und ich halte eh da, dass sie dir auch nicht mittrat. Zwei. Ja, genau, du nur. Kannst du nicht das. Vier. Fünf, ja, jetzt tust du. Fünf. Du hast dann da einmal einer, wo du den Finger hast, ja. Da. Ja, und dann oben auch noch mehr eine. Ja, ich weiß, das ist hier, bisschen, ja, oben. Hier so. Also. Bist jetzt zu, oder? Nein. Siehst du eh noch eine? Ja, so. Ja, dann halt das so oben auf zum anderen Schnur. Da bist du durch. Ja. Bei deinem bist du durch, oder? Ja, aber nicht durch. Und da? Wo? Da, bei dem. Das ist jetzt hier nur gewickelt. Ja, unten bist du durch und da oben auch. Da bist du auch durch. Achso, nee, warte mal. Das glaube ich nicht. Dann kannst du dir von unten laufen. So, ja. Schau, dass du da bist, dann bist du nicht drin. Was auch sie. Achso, okay. Dann siehst du besser. Ja. Jetzt zieh an. Und zieh runter jetzt da. Ja, zieh noch. So. Genau. So, und da schneidet man ein bisschen an, aber lässt ein bisschen was los drauf. Mhm. Was das so? So eins, einen halben Millimeter so. Ja, richtig. So? Sollte sich etwa nachlassen. Ne? Mhm. So, hier, und jetzt haben wir das. Das haben wir auch. Und jetzt können wir da eigentlich einen Haken. Genau, da ist also ein Haken. Können wir da einen Haken rein. So. Und dann gehen wir raus und wirfst aus einmal. Ne, schauen, ob es geht. Ja. Ne? Aber dann brauchen wir ein Gewichtel. Genau, die haben wir ja. Ja, aber da brauchst du größere Gewichtel. So, das halt einmal. Aber das tue ich da. Ja, da haben wir eh so ein paar. So, naja, dass du weit auch auswerfen kannst. Was? Ja. So, und jetzt stecken wir wieder zusammen. Die Ruten, jetzt haben wir alles schön beieinander, weißt du, so wie wir wollen. Warte, ich halte da und gehe vier. Warte, pass auf, sonst. Ja. Da vorne schon, ob es eh geht. Ja, passt. Geht schon, ja. So. Achso, nee, ich muss noch einmal drehen. Ja, ich kann es den machen. So. Ja. So. Ist eigentlich ziemlich gerade, ne? Ja. So, da war's. So. Und jetzt müssen wir halt dort. Da wo der Schwimmer ist, da müssen wir jetzt, hast du nicht wo, irgendwo schwarz Gewicht da nicht, das ist zu leicht. Ja, nur die halt, ne? So ganz schwerer habe ich nicht. Weil ich habe oben schwerere Gewicht, weißt du, wenn man auswerfen tust, okay. Der Leichter. Nein, ich habe nur die halt, ne? Nein, das ist aber alles. Da musst du 10 nicht, da musst du 5, 6, 7 haben. Ja. Aber halt du denn da. Ich gehe auf den Tür, so eine Kugel runter. Oder so, ja. Zum Auswerfen.
Ja, gar nicht so einfach bisher. Also gerade bei den Gummis, okay, jetzt weiß ich es, einfach nur rein und rüberziehen, das weiß ich. Ja, Wirbel, okay, nehmen wir zwei Stück, einmal für die Puse und einmal für den Vorfachhaken. Ich glaube, sowas kostet eh nicht, das musst du wahrscheinlich eh bestellen. So wie es hast du noch nicht? Nein, habe ich noch nicht. Musst du wahrscheinlich bestellen. Ja, die Tropfen oder wie die heißen, ne? Ja, so Pfister. Ja. So, das tue ich da auf hier. Da aufhängen. So muss ich aber auch machen. Jetzt habe ich aber die Brühen. Nicht da, ich hoffe schon. Nein, was? Mach du auf. Zusammendrücken und auseinander. So, und jetzt. Und dann nimmt ihr du und für ein. Einführen. Nicht? Und zumachen. Na, sechs. Und jetzt nimmst du die Rudel. Dann mein Haken runter. Haken ja, runter. Nimm mir erstmal runter, ne? Ja, nicht, dass du da hängen bleibst. Ja, dann kann ich gleich wenn wieder. Gretnagel. Ja, wenn ich auswirf. Nein, das ist nur mal schauen, wie es funktioniert. Ne? Ja. Das geht's. Den lege ich mal hier hin. So, das ist deine Route, das wirst du in die Hand nehmen. Weil du bist der Macher-Check. Also, du musst mal kochen jetzt. Schauen wir mal, ob ich reden will. Ja. So, meine 150 Meter kriege ich. Okay, aber. Aber was? Will ich jetzt nur gerade. Ja, die Wiese kann draußen bleiben. Scheißegal. Was überlegst du gerade? Wie ich das am dümmsten mache, mit dem auseinandernehmen. Einfach nur ein bisschen Schnur lassen. Ja, das geht ja auch so viel, oder? Nicht bei mir. Jetzt noch, ob das auseinander geht. Ja, das eh. Aber ich meine jetzt so auch mit dem Haken, dass er dann auch fixiert ja, ist. Ja, so viel geht's. Genau. Und wenn ja, man den dann umlegt. Dann muss das umklappen. Dann muss das halt. Ja, der Haken, ne? Weil der mit dem Vorfach, das ist dann ja länger, ne? Ja, das weiß ich nicht, wie man das machen darf. Es sei denn, ich nehme jedes Mal den Haken ab. Naja, schön, ich tue da jetzt. Netz ist gespannt, nicht? Ja. Und den Haken halt auch nehmen. Muss ich den Haken abnehmen? Bleibst, genau. Darum, das ja, viel ich anders. Halt anders kann ich mit dem nicht machen. Ja, ja. So, dann können wir das auch wieder oben tun. Ja, zumachen. Ja, weißt du, ich weiß, dass du nicht ans Einhänger kannst. Ja. Da ging er, nein, das geht gar nicht. Ja, du musst so lassen, weil das ist Vorfachtel, anders geht es eh nicht. Und den Haken gar nicht jetzt auf wieder. Ja, dann immer nur dann und dann halt separat. Ja, da. Aber da muss ich halt schauen, dass ja, ich dann jedes Mal irgendwie. Weil jetzt schwimmen wir dann mal auf, wenn man tut das und. Nicht, da haben wir eh die. Ja, und der Schwimmer kommt dann eh auch ganz normal. Ja. Ja, hin, wieder ne? Da beim Autobahn, wo die Gummi sind. Bei dem, ne? Ja. Weil da musst du ja auch weiter in die Hähe tun, ne? Mhm. Und Papagalli. Aber den brauchst du aber eh nicht aufzutun. Oder willst du den schon aufzutun? Ich hätte ihn schon gleich mal drauf getan, irgendwie. Ja, dann tun wir ihn auf, aber läuft so gut. Ja, ich schau nur gerade. Aber da seht ihr, wo ist der Gummi? Nein, das ist nicht da. Da ist der eine. Ja, und. Ja, das geht leider nicht da. Warte, ich muss da nochmal. Da haben wir irgendwas. So, jetzt haben wir das. Ja. So. Wo haben wir da jetzt die Gummi? Da ist noch ein Gummi.
Wo ist der andere Junge, der ist? Oder? Komm auf, so. Ist da mal drauf, oder? Dass die das Jo nicht mehr, zusammenwickelt. So. Genau. Wenn wir da nochmal einen Knoten reinmachen, vielleicht, damit die nicht hin und her gehen? Nein, du musst ja den hin und her schieben. Ach so, können. Ja, stimmt. Wegen, ja, natürlich, aber das darf ich doch, da kannst du sie nicht mehr vermankeln. Das ja, haben wir ja wollen. Ja, genau. Ja. So, und dann kann ich das nicht mehr mit deinem vermarkten. Wo soll man so weit? Das lässt man so halten, das lässt man so. Ja, da kommt ja dann nicht der Haken raus. Genau, da kommt dann der Haken hin. Den Haken muss der weg dann. Den Haken muss der weg. So, spule ich den mal wieder auf und dann. Das macht man jetzt zu, da. Ja. Was haben wir da? Was haben wir da? Junger Mann. Was haben wir da? Ha? Das ist nichts da. Jetzt passt's. Das muss immer gespannt werden. Was sonst vermittelt sich das? So. Was muss nicht schlecht wäre, junger Mann? Was denn? Und zwar hast du irgendwo am harten Gummi da zum Drüber, dann hält das auch da besser. Ja, warte, hab ich. Ich hab sowas ähnliches. Was jetzt auch? Moment, Wir. Moment, ich hab da was. Hier, bitte. Ja, was ist das? Ja, ist ja wurscht, da muss da was so. Ha! Oder unten was? Ja, ich überlege nur gerade welche. Ach, da war schon nicht so. So. Na, siehst du, dann bleibt das gleich beieinander. Nicht, und kann nichts passieren. Genau. Und da hast du das, dann stellen wir es da drauf. Passt schon. Hier, und dann fährt er das hin. Und dann tut man das runter, zack, und dann rühren wir es, ne? Genau. Das kann man nur nicht irgendwo hinlegen, nicht, dass das wieder findest da, nicht? Oben. Ja. Nicht? Das auf jeden Fall, ja. Aber der Haken ist immer drinnen. Ja, der Haken ist drinnen. Und das ist auch was da drinnen. Das kann man auch was da rein. Du musst ja noch so ein Ding, so ein Koffer kaufen, was er gewohnt. Gibt es ein Werkzeug? Ja, sowas in der Richtung halt. Ja, ne? Aber nur noch kleiner. Ja. Genau, ja. Teile reingekriegt, zack, zack, und dann. Genau, dann einfach sortieren und quasi einfach so, wie es ist, rein. Ich brauche nicht immer alles mit. Richtig. Ich habe noch verdorbene Sachen. Genau. Dann die Dinge da rein, nicht, weil das braucht man immer. Ja, und dann das. Und solche Sachen so. Bisschen Scheißdreck hier so. Nein. So ist es. Na ja, dann haben wir halt mal auch schon was geschafft. Genau, dann haben wir den einen schon mal und. Die andere richten wir dann eh her dann. Genau. Wenn es da ist. Genau. Aber die geht zum Zusammenschieben, gell? Die geht zum Zusammenschieben. Ja, da haben wir nicht auf die Stelle denkt, mit dem. Ja, aber
Aber wahrscheinlich nur, weil ich auf der Farbe gerade so geil war, ja, irgendwo, ne? Weil mir die Farbe da so gut gefallen hat. Aber es ist wurscht, im Prinzip. Aber war ja, das sehe ich, aber das war halt gerade so ein... Ich habe da aber auch nicht dran gedacht. Ich habe es auch nicht getestet, ne? Naja, und das war ich ja wurscht. War das halt, ja... War halt ein schneller Einkauf, aber ist wurscht. Steht eh so an. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man so viel... Ich meine, deine ist vielleicht... Ja, ja, meine die ist Hälfte, auch, die Hälfte da, ungefähr, ne? Nein, nein, wie da doch herkommen. Von der Länge her. Ja. Naja, ist nicht viel Unterschied. Nein, in meinem Kofferraum passt er rein. Ja, um das geht's, das andere ist wurscht, ne? Daher. Das ist halt. War das erst wo draußen, gell? Ja? War das erst wo draußen, ja? Ja, ja. Na gut. Gut, weil dann ist das so. Und dann muss ich mir nur noch überlegen. Was willst du überlegen? So taschenmäßig irgendwie was? Na, wenn man es so reinlegt, dann auf dem, weil dort, wo es drin war, kriegst du es ja nicht rein, weil das so alles schon drauf ist. Oder? Genau, ich meine jetzt auch hier irgendwie, ne? Also zum Hinhängen. Ja, da müsstest du da so einen Haken rein und was zum Hinlegen. Ja, irgendwie so. Hast du nicht so Haken? Hast du die Esshaken? Einen habe ich nur da. Zum Grillen, ne? Nur einen? Einen habe ich da. Ja, dann musst du halt am besuchen. Ja, oder wir. Oder du holst einen dicken Draht, halt ein stärkeres. Da. Was ist das da ist. Dann müssen wir halt das hier und dann mal so zusammenrollen, dass es stärker wird, oder? Genau, irgendwie so. Ja. Jetzt was nicht groß drin ist. Brauchst du meinen Anfang? Nimm mal meinen Anfang hoch. Ich mach einfach mal hier so. Ja, länger, ne? Ja, aber erstmal schauen. So, ich darf noch raus. Aber lass die Tür bitte offen. So. Jetzt ist das irgendwo halten. Ich spare, dass du tragen kannst. Genau. Ja, aber du so einspannen. So? Nee, so. Nein, ja, so einspannen. Und das dort mit einem Schraubenzieher, ganz knapp, mit einem Schraubenzieher da dran kannst. Genau, ich weiß schon, ne? Ja. Nimm ich gleich den großen. So, ja. Normal nimmt man da die Bohrmaschine ein. Genau, und ja. Aber wir sind ja keine Formsäcke. Genau, wir drehen lieber. Ja, aber das gefällt dann. Nicht umzwickern, dann kannst du den Haken auch machen. Genau. Dann nehme ich auch mal eine Zange und drücke das zusammen. Dann drückt man noch ein paar Schalle, gleich. Nur den ich gar nicht drauf. Was so, aber du brauchst den Hacken zum Einhängen. Ja, du hältst ungefähr die Mitte, ne, so. Da. So lange braucht er eine Zeit erhalten. So ungefähr, ne? Ja. Und dann machst du einmal da oben. Ne? Da so einen Haken, ne? Und genau. Da oben. Und dann brauchen wir ja nicht so viel Hocken. So, und das da so offen hat. Genau, dann schauen wir mal. Warte mal, auf welchen bist du auf dem dritten? So, und? Und so. Dann kann man das schön. So. Vielleicht nehmen wir das andersrum. So.
leider die Seiten andersrum. Auch wieder blöd, das ist wieder das Ding. Ne? Na, geht sich aus. Geht sich aus, ja. So gerade eben. Aber ich kann ihn ja ein bisschen lose machen. Da muss mehr auftrennen. Ja, ja, das ist schon gerade. Da muss noch mehr auftrennen. No. Ja, mir geht eh nicht mehr. Ja. Und so geht. Nun hängt wunderbar da. Ne? Genau. Dann kann ich die zweite eventuell. Ja, ne, die zweite oder. Können wir ja da, oder? Und genau, ja. Und da hier hängt. Genau, aber dann können wir da. Dann packe ich dann nämlich die ganzen. Du kannst. Alle Sachen hin, dann ist da die Rolle teilweise auch geschützt, ja. Und somit. So, da kannst du ja noch mehr drauf tun und ja noch mehr drauf. Genau, können wir nochmal am Rad drehen. So. Durchschieben, nicht. Upsa. Wie passt der schon? Ja, okay. Ist ein bisschen länger, aber ist auch wurscht. Das ist wurscht. Können wir die aber kürzer machen, müssen wir also strenger machen. Mhm. So, aber dann mache ich das hier mal so. Warte mal. So. 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 So, dann werden wir die aber auch nicht mehr brauchen, ne? Auf jeden Fall irgendwas zum Ende tun. Schaufel oder hier ganz. Ja, nicht. Da habe ich eh so viel von. Aber. So, haben Sie ein bisschen Kaffee? Nein, ich gehe dann eh auf. Ich gehe mir dann noch ein bisschen ausgedrückt. Ne? Achso, ja, ja, stimmt, regnet ja nicht mehr. Stimmt, können wir auch wieder raus. Gut, wir drehen noch ein bisschen weiter am Rad und wir sehen uns dann beim nächsten. Also tschüss.